Und Erwin Angerer von der FPÖ ist am Wort. Kollege Höfinger, geschätzte Damen und Herren, Hohes Haus, das ist kein Gemeindehilfspaket, das ist ein Gemeindebelastungspaket. Und das ist verantwortungslos, was Sie hier machen. Und zu Ihren, und ich werde es Ihnen auch erklären, warum das ein Gemeindebelastungspaket ist, weil ein Kredit immer eine Belastung ist und Sie belasten die Gemeinden damit auf Jahre im Voraus hinaus und schwächen damit die Investitionsfähigkeit der Gemeinden in der Zukunft. Und das ist der falsche Weg. Und zum Kommunalinvestitionspaket auch noch ein Wort. Ich glaube, Sie haben es auch so verstanden, Sie versuchen es nur jetzt umzudrehen. Kommunalinvestitionspaket hat geheißen, wir wollen der Wirtschaft das Geld zugutekommen lassen. Wir wollen, dass die Projekte umgesetzt werden in den Gemeinden. Und Sie als Bürgermeister müssen es wissen, dass das mit dem ordentlichen Haushalt, wo die 138.000 Abgang sind, überhaupt nichts zu tun hat, weil es im außerordentlichen Haushalt stattfindet oder mittlerweile im investiven Haushalt nach unserem neuen Rechnungswesen. Und das hat mit dem ordentlichen Haushalt und dem Abgang gar nichts zu tun. Also tun Sie nicht das Kommunalinvestitionspaket vergleichen mit dem Abgang, den die Gemeinden in den Haushalten haben. Und jetzt vielleicht ganz kurz zu dieser Grafik. Da sieht man nämlich ganz genau und sehr schön, was uns der Budgetdienst geliefert hat, dass die Gemeinden alleine im letzten Jahr Mindereinnahmen bei den Antragsanteilen von rund 1 Milliarde Euro haben. Und natürlich haben die Gemeinden in den Voranschlägen mit Steigerung der kommunalen, also Einnahmen gerechnet, der Ertragsanteile. Das heißt, wenn man die Jahre davor anschaut, 2018 auf 2019, 2017 auf 2018, hat es natürlich immer eine Steigerung gegeben, weil auch die Wirtschaft gewachsen ist. Das heißt, den Gemeinden fehlt natürlich auch in ihrer Planung viel mehr Geld. Da fehlen 1,5 bis 2 Milliarden Euro und zudem kommt noch hinzu die Kommunalsteuerausfälle. Fragen Sie einmal eine Tiroler Gemeinde oder eine Kärntner oder eine Salzburger Gemeinde, wo jetzt die ganzen Gastronomiebetriebe zugesperrt sind, wie die Einnahmenausfälle ausschauen. Da gibt es auch eine unterschiedliche Betroffenheit, genauso wie bei den Unternehmern. Und hier werden viele Gemeinden noch viel größere Abgänge und Probleme haben und nicht mehr investieren können. Das ist der Fakt. Und der Herr Kollege Kohlraus hat schon die 1,5 Milliarden Euro erklärt, was das bedeutet. 1 Milliarde Euro Kredit. Man sieht es, in den Jahren 2023, 2024, 2025 müssen es die Gemeinden zurückzahlen. Das heißt, eine Belastung für die Zukunft. Das ist ein Belastungspaket. Die 400 Millionen, die Sie aufzählen, 260 Millionen wurden im letzten Jahr schon ausgezahlt. Und jetzt ist der Herr Finanzminister so großzügig und sagt, ich verlange das von den Gemeinden nicht zurück. Und die 140, die wir zu viel angenommen haben, die kriegen es noch. Also es bleiben 140 Millionen Euro übrig für 2000 Gemeinden. Sie brauchen im Kopf schütteln, das ist einfach Faktum, das kann man nicht wegdiskutieren. Und zusätzlich noch 100 Millionen Euro für 1096 strukturschwache Gemeinden. Das ist es und nicht mehr. Und wenn man heute draußen fragt, die Bevölkerung fragt, ihr könnt es ja gerne tun, was funktioniert in dem Land noch? Dann wird Ihnen jeder sagen, die Müllabfuhr funktioniert, das Wasser ist bereitgestellt, die Schneeräumung funktioniert, die Kindergartenbetreuung funktioniert, alles, was die Gemeinden machen, funktioniert. Was funktioniert nicht in dem Staat? Alles, was diese Bundesregierung macht. Sie sind nicht in der Lage, die Wirtschaftsbetriebe zu unterstützen in dem Ausmaß, wie sie es brauchen. Sie sind nicht einmal in der Lage, die Masken auszuschicken und zu verteilen. Sie sind nicht in der Lage, die Betten aufzustocken in unseren Krankenhäusern, weder die Intensivbetten noch die Normalbetten. Sie sind zu nichts in der Lage. Und wenn ich mir jetzt anschaue, das Impfen, das ist überhaupt das Größte, was ich überhaupt je erlebt habe. Wir sind als Gemeinden beauftragt worden, die über 80-Jährigen zu erheben. Das hat 3 Tage gedauert, dann war das erledigt. In jeder Gemeinde. In Kärnten haben sie mittlerweile 26.000 über 80-Jährige zum Impfen angemeldet. Heute kriege ich ein Schreiben vom Gemeindebund. In dem steht drinnen, erstens einmal, liebe über 80-Jährigen, ihr müsst euch alle gedulden, weil die Bundesregierung nicht in der Lage ist, den Impfstoff auszuführen. Zweitens, die Bürgermeister, aus diesem Grund wird auch abgeraten, weitere Anmeldungen entgegenzunehmen und dem Land oder der ÖGK weiterzuleiten. Das heißt, wir sollen jetzt den über 80-Jährigen sagen, wir können euch leider nicht mehr annehmen, ihr könnt euch nicht mehr anmelden bei uns, wir können euch zur Impfung nicht mehr annehmen. Tut's das selber. Bitte, liebe über 80-Jährigen, rufen Sie beim Gesundheitsminister, beim Finanzminister, beim Herrn Bundeskanzler, aber nicht beim Bürgermeister. Die haben das verbockt. Das ist echt eine Frechheit, was da passiert. Ihr seid nicht in der Lage, die Menschen zu helfen. Und dann erklärt es mir das noch logistisch. Geimpft wird im Bezirksspital nur in der Bezirkshauptstadt. In den
Geschäftsräumen der Gebietskrankenkasse. Jetzt erklären Sie mir, wie ein betagter Mensch über 80 Jahre von heiligem Blut, da liegen zurzeit ca. 2 Meter Schnee, in den nächsten Tagen kommt noch ein bisschen was dazu, kurzfristig, weil er wird kurzfristig von der GKK angerufen, nach Spital kommen soll. Vielleicht fährt er mit dem Schulbus, weiß nicht, ob er am Sonntag geht, oder hauptsächlich wird am Wochenende getestet, sitzen dann die 50, 80-Jährigen, die springen dann oben in heiligem Blut in den Bus hinein, fahren gemeinsam nach Spital, stecken sich vielleicht gegenseitig an, werden dann dort in der GKK geimpft und dann fahren sie wieder 2 Stunden zurück. Wie soll denn das funktionieren? Wie soll diese Logistik funktionieren? Das ist undurchführbar. Und Sie schreiben, Sie können die vor Ort sitzenden Ärzte, die ärztliche Versorgung, die Hausärzte dafür nicht einsetzen, weil sie es logistisch nicht schaffen. Warum setzen Sie da nicht das Bundesheer ein? Warum setzen Sie es nicht für die Verteilung des Impfstoffs des Bundesheer ein, wenn uns ein so schlimmer Virus angreift in diesem Land und die Menschen gefährdet? Da müssen die Menschen mit über 80 Jahren hunderte Kilometer irgendwo hinfahren, die kein Auto haben, die keinen öffentlichen Verkehr haben und sich dort impfen lassen. So, das stimmt, das stimmt. Genau. So. Und deshalb ist es einfach erforderlich, dass die Gemeinden zur Aufrechterhaltung ihrer Strukturen entsprechendes Geld bekommen. Und deshalb stelle ich auch noch einmal den Antrag, dass der Nationalrat beschließen wolle, die Bundesregierung wird aufgefordert, den Ländern und Gemeinden aus den insgesamt zur Verfügung stehenden Corona-Hilfsgeldern einen nicht rückzahlbaren finanziellen Ausgleich für die Mindereinnahmen, die durch die von der Bundesregierung gesetzten Maßnahmen entstanden sind, auszuzahlen. Weil ich frage Sie, Herr Minister, was ist denn mit den Geldern, die Sie den Medien gegeben haben? Über 100 Millionen Euro. Ist das auch ein Kredit? Wenn es dann besser geht, zahlen die das dann auch zurück? Wie ist es denn mit den Schulden, die Sie aufgenommen haben? Das sind Staatsschulden, 40 Milliarden Euro derzeit. Wer zahlt denn die zurück? Haben Sie in den nächsten Budgets eingeplant, dass Sie die zurückzahlen? Also ich habe noch kein Budget des Bundes gesehen, wo irgendeine Schuld getilgt worden ist, die letzten 65 Jahre nicht. Also wir bedienen die Zinsen, aber keine Schulden. Und die Gemeinden sollen die Milliarde zurückzahlen. Das ist verantwortungslose Politik. Und das sage ich euch, Bürgermeister, und auch den Oberchef, Bürgermeister Riedl, als unser Gemeindevertreter, das ist verantwortungslos, was ihr mit den Gemeinden macht. Es sei ein Gemeindebelastungspaket, betont Erwin Angerer von der FPÖ. Er selber ist Bürgermeister von Mühldorf in Kärnten seit dem Jahr 2003. Ein Kredit für Gemeinden sei immer eine Belastung, meint er.